Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Was meinte der denn damit? Pilze in der Tiefe. Finde einen Weg in die Höhle. Dazu müssen wir wohl erstmal wieder raus und irgendwo da unten hin. Mhm. Am besten. Oh. Das wäre natürlich auch schön gewesen, da sich einfach runter zu hangeln, ne? Aber dann gehen wir halt einfach so runter. Können dann ja noch ein paar Blümchen pflücken. So. Direkt wieder die Waffe gezückt. Mal gucken, wo wir hinkommen. Schön die Aussicht genießen. Am plätschernden Wasser vorbei. Und zu ein paar Schweinen. Hallöchen. Ich tue euch doch nichts. Die sind doch nicht im Westen. Ja. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Hm. Dann müssen wir wohl tauchen. Waffe einstecken und rein mit uns. Schneller schwimmen, ja. Da geht's rein. Eins und zwei und drei. Na komm. So langsam sollte das Wasser doch... Ah. Haben wir das erreicht? Der kranke Doktor weiß hoffentlich, was er tut. Na komm. Ich mal durch. Oh, das Sprung. Ach du Scheiße. Fuck. Und jetzt? Komm, erstmal nach oben. Wie komme ich jetzt hoch? Haben die das auch bedacht? Kann ich mich hieran festhalten? Nein? Da vorne. An den Lianen klettern wir hoch. Einmal hier links dran vorbeilaufen. Oh oh. Na komm. Geht's noch weiter hoch. Anscheinend ist der ganze Berg unterhöhlt. Was ist das denn? Du Scheiße. Wo muss ich hin? Das ist mein Neu. Ja. Ich geht. Erforsche die Höhle und finde die Pilze, ja. Und ich will so schnell wie möglich hier wieder raus. Ich persönlich mag ja die Roten. Du bist wach. Vielleicht nicht ganz.
Ich schwebe. Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Das Studio hat angerufen, ich hab die Rolle. Oh. Was ist mit dem Rest von unserem Urlaub? Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden. Lisa, wir sind in Bangkok zusammen und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Muss ich euch Scheiße trennen, so wie eure Freunde? Ich hab Dad versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Riley ist dein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Wer? Hey Jay, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Wir kommen zu einem Haus. Tut mir leid, Professor. Ich muss zu dem Haus. Ich will zu dem Haus. Hallo? Wovor hast du denn Angst? Du bist ein echtes Naturtalent. Was ist hier los? Grant? Ich will die Pilze. Pilze. Da seid ihr. Scheiße. Wo bin ich jetzt? Hier. Da ist finde einer. Die Pilze. Ah! Fledermäuse. Haben wir dich. Was für ein Trip. Hätten wir nicht einfach da reingehen können? Wäre vielleicht ein Tacken einfacher gewesen. Eine schöne Muschel. Haben wir hier noch irgendwas? In der Kiste? Anscheinend nicht. Dann geht's. Hier hoch. Ja. Wow. Wie lange war ich da unten? Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall kommen wir hier wieder zurück. Ein Lurch. Oder Eidechse oder was auch immer. Nehmen wir euch noch mit. Ihr seht doch so schön aus. Ein Sprung! So. Kommen wir wieder da nach oben, ja. Und auch. Dass wir noch so gestärkt sind nach unserem Trip. Direkt wieder, ganz normal. Wir lassen uns natürlich nichts anmerken. Wir machen so weiter, als wäre nichts geschehen. Und wir kommen zum Haus. Ich komme. Ich bin da. Hallo. Oh, Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während Sie weg waren. Oh ja, und das Mädchen ist jetzt... Sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh ja. Die habe ich schon genommen. Ja. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Los, sehen Sie nach ihr. Das werde ich gerne tun. Machen. Ich komme. So schnell es geht. Was ist los? Jason. Wie geht
danke es dir. Oh, du konntest fliehen. Das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Der Doktor hat mich gerettet. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist? Grant, er... Hör auf! Daisy. Nein! Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ja. Ganz sicher? Geh. Jason? Wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Oh ja. Können wir reden? Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber vier meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Ich kann mir nicht erlauben, Vaas Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes. Dir kann ich nichts abschlagen. Natürlich können sie bleiben. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Ich komm klar. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Erfolg. Pilz in der Tiefe. Jason, wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin. Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Und Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatau wird dich weiterbringen. Der Ruf der Medusa. Geh jetzt vor Medusa. Ja, das werden wir gleich machen, aber erstmal hier noch alle Kisten plündern. Ein paar Dollar kriegen wir dadurch ja auch noch. So. Sollen wir direkt zurück? Ist ja die Frage. Oder sollen wir noch irgendwelche Nebenquests machen? Oder einfach mal hier in der Landschaft rum. Tandradein. Aber ich würde sagen, hier in diesem Spiel mache ich hauptsächlich die Hauptmission. Also mit so ein paar Nebenmissionen, wenn sie auf dem Weg sind zwischendurch. Aber wir haben jetzt ja noch. Ja, das ist alles klar. Wie komme ich nochmal? Schnellreise. Ja, das hatten wir ja schon. Wie komme ich in das Menü? Hier komme ich in die Karte. Zurück. Unter Escape vielleicht.